Ja, Folge Hoffman, um herausfinden, wo sich O'Neill aufhält und herzlich und willkommen zu einer weiteren Folge von The Evil Within 2 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Tasche für Schrotmunition. Bist du das? Gib mir deine Tasche. Ja! Schrotmuni. 16. Sehr schön. So, jetzt lass mich mal überlegen. Da hinten war keine. Vielleicht ist hier ja noch was passend. Ja. Oh ja, das lohnt sich auf jeden Fall, hier reinzugucken. Ich sehe das gerade. Warst du die Einzige? Nein? So. Suppe. Ach, was für ein Bouquet. Ah, ich hatte mich ja ordentlich runtergewirtschaftet. Die geben aber nicht viel. 120 Waffenteile. Gut. Ach, die Leiter steht da nur so. Weiter geht es. Ein Fahrstuhl. Na toll. Nach unten. Nach unten. Was ist das hier? Schrotmuni, gut. Der ist hier gleich um die Ecke. Was ist das? Anscheinend haben sie hier zusätzlich gesichert. Aha. Kann man die hier nicht? Nee, die kann man nicht benutzen. Man hier rein? Ah, wir haben hier einen Spiegel. Eine Nachricht. Ach so, der hat die Schrotmuni. Was sagt denn die Nachricht hier? Aufgrund der vertraulichen Art der durchgeführten Experimente haben nur Mobius Operatives oder Operatives mit der passenden Einheit Cerebralchip-Kennzeichnung Zutritt zum Labor. Aha. Befolgen Sie beim Betreten des Labors bitte alle Sicherheitsprotokolle und beachten Sie, dass Ihre Freigabestufe für Sie auch an die in Ihrem Eintrittsvertrag dargelegten Prinzipien zur Nichtweitergabe streng geheimer Informationen bindet. Operatives, die versuchen, das Labor ohne die notwendige Freigabe zu betreten, werden einer in den Mobius-Sicherheitsstatuten aufgeführten körperlichen Züchtigung unterzogen. Oh, Haue! Da gibt es Haue! Ja. Wir haben ein Dia. Eine Mieze. So, mal gucken. Fehlt immer noch kein Dia. Faszinierend. Kidman, ich bin's. Was hast du für mich, Sebastian? Mobius. Ein Name. Das war alles. Aber jeder Weg, dem ich gefolgt bin, führte in eine Sackgasse. Aha. Und jetzt erfahre ich, dass sie überall sind. Unerkannt vor aller Augen. Aha. Ich verstehe nicht, wie. Ich sagte doch, du wirst Mobius nicht finden, wenn sie es nicht wollen. Es gibt sie schon eine ganze Weile. Sie wissen, was sie tun. Wir wussten, dass du gesucht hast. Wir haben dich beobachtet. Und wir haben dich immer aufgehalten, wenn du zu nah dran warst. Warum? Warum tun sie das? Menschen wollen geführt werden. Aber sie wählen, wer sie führt. Und Mobius will die Menschen nicht führen. Sie wollen sie einsperren. Ganz bewusst. Wenn sie schon alle Medien und Politiker in der Hand haben, sollten sie bekannt sein.
Doch sie bleiben im Schatten, weil sie wissen, dass ihr Handeln kriminell ist. Wenn die Menschen die Wahrheit kennen, werden sie Mobius vernichten. Vielleicht ja. Aber wenn Leute die Wahrheit herausfinden, wer würde ihnen glauben? Ja. Ja. Eine Verschwörung lässt sich am einfachsten verbergen, wenn die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Oh, was für Verschwörungstheoretiker hier. Halte ich aber auch für sehr gefährlich, einige zumindest. Ah, Mieze. Diesmal habe ich dran gedacht. So, wir müssen aber fleißig sparen. Ich will nur mal gucken. ...120 ist nicht viel. Wir haben einmal Rot, Feuerrate. Oh, guck mal, da muss ich aber... Kuh war das, ne? Gut. 60. Das ist die Nachladezeit. Komm, das machen wir mal. Das ist nicht verkehrt. Ich benutze sie jetzt ja doch öfter. 16. Na, das wollte ich bloß mal sehen. PG-Munition, hier haben wir auch. Ich stelle jetzt nichts weiter her. Ich wollte bloß mal gucken. 16 Mumpeln können wir nehmen. Vorher konnten wir nur 13. Ach so, halt. Das nutze ich natürlich aus. Sonst müssen wir das ja alles nochmal machen. Glaube ich jedenfalls. Und das ist ja irgendwie doof. Wenn man das machen kann, dann kann man das machen. So, jetzt wollen wir mal weiter gucken. Die Geheimlabore. Das ist hier aber sehr übersichtlich. Und hier ist wieder Blut. Und ich habe kein Beil. Das ist jetzt nicht mehr. Diese ganzen Tanks. Was ist das? Guck mal, was sie da gezüchtet haben drin. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Guckt euch das mal an. Kann man hier irgendwas machen? Nein. Ich will hier auch gar nichts machen. Ich habe bloß Angst, dass sich hier gleich was triggert. Und die alle aus ihren Tanks hüpfen. Und ihren Spaß haben wollen. Das ist aber schön bunt. Hier sind ein paar eingepackt. Guck mal, die haben hier aus normalen Menschen diese Viecher gebaut. Naja, Schockbolzen hätte ich herstellen können, fällt mir gerade ein. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Schockbolzen, Gefrierbolzen. Was ist das hier? Da oben scheint der Ausgang zu sein. Hier sind noch mehr von denen. Also wenn die alle... Was haben sie in diesem Labor gemacht? Und warum wollen mich Liam hier treffen? Ja, wir sollen ja ihren Spuren folgen. Da. Ach, sie durfte da rein. Alles klar. Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Es muss hier doch irgendwo einen geben. Unsere Anstrengungen waren umsonst. Da gehen wir gleich mal hin. Ich will bloß, genau deswegen gehe ich jetzt hier hin. Hier ist noch ein bisschen Schrotmuni. Und hier ist noch ein Schrank, der aufgeht. Und da sind Waffenteile drin. So, haben wir wieder 90. Da ist auch noch was. Wir beobachten neue unerwartete Nebenwirkungen bei STEM-Integration, der STEM-Integration bei bestimmten Einwohnern von Union. Die Symptome fangen unscheinbar an. Kurze mentale Zusammenbrüche, ausgelöst durch rudimentäre Gedächtnisüberlagerungen. Betroffene Einwohner durchleben ihre alten Erinnerungen wieder, was zu Verwirrung führt. Ihre Erinnerung erneut zu überschreiben ist nur eine Übergangsmaßnahme. Ihren neuen Namen in Union sorgen dabei für noch mehr Verwirrung. Schnell entwickeln sich... Diese kleinen Brüche zur vollständigen Verfremdung und schließlich zur physischen Metamorphose.
Dieses Phänomen betrifft aktuell nur 0,005% der Bevölkerung, ist aber trotzdem beunruhigend. Aus dem Beacon-Vorfall wurde viel gelernt, aber STEM ist nach wie vor Experimentaltechnologie. Wir isolieren unsere Forschung, während wir Union weiter ausbauen. Es ist wichtig, dass wir der Sache ein Ende setzen, bevor sie eskaliert. Da ist sie rein. Habe ich hiervon genug? Ja. Guck mal, hier ist auch wieder was. Ich kann hier jetzt nicht einfach so nicht... Oh! Habe ich mich erschrocken! Die wollte ich aber nicht nehmen. Eigentlich wollte ich die nehmen. Da hat der alte Mann sich verviert. Pulver ist gut. Kann man hier einfach so reingehen? Nein. Hier war aber noch was drin. Vielleicht komme ich ja von an... Ja, hier muss ich alles ablaufen. Das nützt nichts. Da gehe ich auch noch rein. Huch. Habt ihr hier was gesehen? Hä? Ach, da drüben. Da scheint so durch. Und der hat keine roten Augen. Die Mumpeln kann ich mir ja noch holen. Hier sind wir reingekommen, ne? Ja, genau. Hier sind wir durchgekommen. Die Tür könnte ich mir wieder aufmachen. Mit so einem Elektrobolzen. Da kommen wir hoch. Also bevor ich jetzt ihr folge, ich brauche ja so einen ollen Chip. Werde ich mich hier sowieso noch umschauen müssen. Hier ist noch was anderes. Ich hab's gesehen. Ich hab's gehört. Ich werde keines dieser Dinger. Er sterbe ich. Ah, das ist vielleicht schon unser Patient. Da sind die beiden Resonanzpunkte. Da müssen wir hin. Hier ist noch Verflüssiger. Da ist noch so ein Schubfach. Ah, richtig geraten. Pulver. Haben wir hier alles? Rotes Gel. Das ist auch gern gesehen. Hier ist noch eine Mappe. Das Phänomen verbreitet sich weiter. Wir nutzen den gesamten Laborflügel im Markt nur für die Studien dieses Phänomens. Die Verwandlung der Einwohner erfolgt schnell, brutal und auf morbide Weise. Sie mutieren zu Gestalten, die nicht einmal humanoid sind. Sie haben jegliche Ähnlichkeit mit dem Menschlichen verloren. Wir bezeichnen sie die betroffenen Einwohner als sogenannte Verlorene. Die haben die bloß aufbewahrt in den Tanks da. Wir haben festgestellt, dass sie in der letzten Phase vor der Metamorphose denken, von einer unsichtbaren, aber unausweichlichen Macht verfolgt zu werden. Sobald sie dieser Macht erliegen, beginnt ihre Verwandlung. STEM ist ein künstliches Konstrukt. Hier gibt es keine Viren, Bakterien oder Infektion. Das Phänomen des Verlorenen ist deshalb ein mentaler Prozess. Wir tappen immer noch im Dunkeln darüber, wie sie sich verbreitet und wer sich als nächstes ansteckt. Vielleicht war der Auslöser schon in den Probanden vorhanden, bevor sie in den Steam getreten sind. Weitere Forschungen sind dringend notwendig. Okay, da werden wir aber bestimmt nicht alle finden. Und irgendwas übersieht man ja immer. Irgendwas! Warum kann ich nicht an diese Schränke... So, hier waren wir. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Schrot. Was war das? Was tut das? Oh. Eine milde Gabe. Wundervolle Hühnerbrühe. Vielleicht mache ich mir heute Abend welche. Ich habe da Appetit langsam mal drauf. Ich erzähle nämlich andauernd davon.
Noch mehr Gluckergel. Ja, langsam kommt wieder was zusammen. Hier liegt nichts mehr von Interesse, hoffe ich. Ah, da ist noch so ein Schränkchen. Ach, leer. Scheiße. Es lohnt sich, jeden Bereich genauestens zu durchleuchten und abzusuchen. Und hier geht's dann dahin, wo ich hin wollte. Da oben, da, das ist der Kasten. Muss ich da lang? Nee, muss ich nicht. Ich vermute mal, wir müssen nach oben. Das hat doch vorn da nicht dran da gestanden. Da bin ich noch nicht dran vorbeigelaufen. Oder? Bin ich doch vorbei. Hier war wieder was. Oh, die hat ein bisschen andere Probleme. Das Rohr will ich erst. So, jetzt gucken wir mal. Ich sehe sie aber nicht. Oh. Wo bist denn du, Frau? Ach, die wird hier bei ihm beschäftigt sein. Ha! Sowas tut man nicht. Also echt. Na gut, der hatte es schon lange hinter sich. Hier durch. Da liegt auch noch was. Oh Gott. Das machen die mit Absicht, damit ich hier nochmal durchlaufe, oder was? So, wo sind wir jetzt hier? Das wäre der Weg zum Spiegel. Die war die Muni, glaube ich, ne? Der war es nicht. Dat Mut. So, dann gehen wir mal in Richtung Spiegel. Flasche. Da ist Kidman durchgegangen. Genau, jetzt sind da sind wir jetzt. Okay. Ich könnte aber auch noch nach da oben gehen. Die Treppe hoch. Mist, eh. Warte mal. Was war denn da? Da geht's zu den Resonanzpunkten. Was ist denn da oben? Huch. Hier. Ah, ein Freund. Ein Brühespender. Der hat was? Ja, gut, dass ich hier nochmal lang gehe. Was haben wir denn jetzt hier? Medizintasche 6. Gut, da unten war noch irgendwo Medizin. Ach, weiß ich. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir können jetzt mehr Spritzen mitnehmen. Und hier ist auch noch Pistolenmunition. Sehr schön. Ach, und hier ist ein Resonanzpunkt. 20%. Das Blümchen. Hier draußen ist noch unser Freund. Der ist aber irgendwo anders, ne?
Wo ist er denn? Ich höre ihn doch hier wüten. Da wütet er. Oh, scheiße. Da kommt von oben noch einer runter. Wartet mal, dann gehen wir erstmal hier gucken. Bevor ich mich da... Checken wir erstmal die Gegend ab. Die schnabulieren da jetzt zu zweit oder was? Ja, die holen wir uns noch. Gucken wir erstmal hier rein. Da ist voll. Überall Tote. Überall. Da geht's auch noch irgendwo rein. Was haben wir denn hier? Hier habe ich meinen Chip. Na geil. Haben wir denn schon von den Resonanzpunkten? Haben wir schon einen, ne? Den anderen, da gehe ich aber noch hin. Was ist das? Computerdatei. Studie über einen Operative. Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Das Phänomen der Verlorenen hat sich auf die Mobis Operatives ausgeweitet. Wir hatten schon vermutet, dass die Verwandlung ein Ergebnis der Gedächtnisüberschreibungen sind. Allerdings wurde das der Operatives nicht angetastet. Wir haben es geschafft, einen betroffenen Mobis Operative unter Quarantäne zu stellen und zu eliminieren, bevor er sich verwandeln konnte. Vielleicht hat ihn der Kontakt zu so vielen toten Verlorenen in der Grube anfällig für das Phänomen gemacht. Die Frage ist nur, was genau war der Auslöser? Vielleicht auch war es auch nur ein Zufall. Wir werden seinen Einheits-Zelebralchip entfernen und hoffen, durch neue Daten zu erhalten. Das Entfernen intakter Zelebralchips ist mit dem Extraktionsgerät möglich. Der Ablauf ist automatisiert und relativ simpel. Dazu legt man die Person einfach auf die Bahre, gibt den Aktivierungscode 0128 ein. Wenn sein Chip noch nicht entfernt ist, kann ich damit durch die Tür kommen und Hoffmann finden. 0128. Okay, mal sehen, was passiert. Oh. 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 Oh, der kommt doch gleich auf der anderen Seite wieder raus. Ihm scheint das egal zu sein. Aber sowas von... Da ist was. Dieser elektronische Chip wurde dem Mobius Operative ins Gehirn eingepflanzt. Oh. Zum Glück ist er schon tot. Ich muss aus diesem Labor raus. Nein, das ist wunderschön. Kann ich so nicht zielen? Ich kann so nicht. Ich kann noch nicht zielen. Ich kann nicht zielen. Na gut. Vielleicht kann ich in der nächsten Folge zielen. Haha, wir werden jetzt hier einen Cliffhanger machen. Ihr könnt ja in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht. Ich kann hier noch ein Schubfach gucken. Guck mal, Waffenteile. Meine. Licht? Licht geht auch. Ne, ich kann nicht zielen. Okay. Soll ich vielleicht noch nicht. Gut, denn danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.